Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Survival. Wir waren ja dabei, unsere Brücke ein bisschen auszubauen. Und das werden wir auch weitermachen. Ich werde jetzt hier einfach mal den letzten Netherrack, der schon fertig gebrannt ist, da rausholen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Was brauchen wir noch? Oh. Wir brauchen noch. Wo haben wir denn? Wie ist er denn? Da. Davon brauchen wir noch ein paar. Die Slabs können wir auch gebrauchen. Komm, nehmen wir den auch mit. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch weitere. Noch irgendwo Clean Stones. Nur die paar hier. Gut, dann schmeißen wir noch ein paar Cobbles hinterher. Aber Clean Stones können wir auf jeden Fall gebrauchen. Eine Spitzhacke sehe ich. Brauchen wir auch wieder. So. Gold hätte ich fast gesagt, Eisen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jo, passt. Dann machen wir uns erstmal vier neue Spitzhacken, die wir natürlich auch verzaubern gehen. Einfach nur, weil es was können. Weil sie es können. Ja, sie auch. So. Und dann gehen wir mal wieder hinten zur Brücke. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Nee, habe ich nicht. Ja, aber erstmal verzaubern wir hier ein bisschen. Warte. Plupp. Lapetlatuli. Lapetlat. Juli. Even. Da brauchen wir 7 Level für, da brauchen wir 2 für. Komm, dann packen wir das da einfach drauf. Nehmen wir das. Was haben wir hier nochmal? Komm. Nehmen wir mit. Ach, wir können ja noch ein bisschen. Da, ja. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber nun ja. Oh, guck mal, da haben wir sogar Unbreaking mit drauf. Da haben wir auch Unbreaking mit drauf. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, was brauchen wir noch? Achso, das Holz brauchen wir noch. Wir brauchen ja noch das weiße Holz. The White Holz. Wie man so schön auf Englisch sagt. Das ist auf jeden Fall perfektes Englisch gewesen. So, White Holz. Nehmen wir mal das mit. Den nehmen wir mit. Und die brauchen wir. Brauchen wir die? Ich weiß nicht. Ach, zur Not gehen wir ein paar Birken schlagen. Das ist unsere. Hatten wir nicht auch eine Axt, die wir verzaubert haben? Moment, da muss ich noch mal gucken gehen. Extrem Verzauberingen. Mit King Dingeling. So. Nehmen wir jetzt einfach mal das. Okay. Das geht nicht. Was mit der alten Schaufel? Warum will der denn immer direkt Level 8 und so haben? Oh ne, ey. Das ist ja voll. Oh ne, ey. Ja, hier müssen wir noch die Dinger weiter ausbauen. Na gut.
Gehen wir erstmal so dahin. Wir müssen ja sowieso erst die eine Seite zu Ende bauen. Der Karnickel ist auch schon da. Weil hier haben wir ja noch die ganze Seite noch nicht fertig. Aber ich glaube, da machen wir erst unten die Dinger hin, wa? 1, 2, 3. Und Schatufe. Na, 1, 2, 3. Stufe. Es wird schon wieder dunkel, was soll denn das? Ich brauche hier ein Bett. Ich brauche hier ein Bett. Das finde ich voll nett. Und außerdem. Nein, ich reime jetzt nichts auf Fett. So. Mensch, hör mal auf, hör mal mit so einem Blödsinn. Redet mir nicht immer so einen Scheiß ein. Leute gucken schon immer, wenn ich auf der Straße rumsinge. So. Aber was mir gerade einfällt, was auf jeden Fall hier noch fehlt, ist hier Licht. Und das werden wir auch noch eben holen. Da wir eh nochmal zurück müssen. Wegen Extremos Schlafos. Und zwar habe ich mir da gedacht, da packen wir dann nicht normales Licht rein. Kein Fackellicht. Sondern wir nehmen Glowstone. Die vermutlich nicht reichen werden, die Glowstone, die wir hier haben. Das nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Dann machen wir uns direkt ein paar mehr. So. Okay. Dann packen wir da wieder rein. Dann sollten wir. Achso, ich habe noch 30 Kartoffeln und ein bisschen Borat. Achso, geschlafen. Nur mal Gedanken wieder überall. Wir müssen auf jeden Fall nochmal auf den Nether. Auch und in den Nether. Um. Die olle Blume da. Ah, schön. Hallo, kommen Sie mal aus meinem Gemüse raus, junger Mann. Gibt's denn sowas? Ist ja nicht zu glauben. Das geht so nicht. Nee, das geht so nicht. So. Muss ich mal schauen. Wie können wir das hier bauen? Oh, ich habe keine Erde mit. Ich brauche doch Erde, damit ich das hier hoch. Nein, brauche ich gar nicht. Ich lüge ja. So, als erstes machen wir Folgendes. Hier kommt der Zaun hin. So ein Zaun, den will ich hier haben. Jawohl. Wo war denn hier die Werkbank? Die war auf der anderen Seite, wa? Ah. Wir stiefeln hier entlang. Das geht doch immer ran. Wir brauchen dann die Stufen. Wie brauchen wir denn? 36? 36 müssen lang. Das muss lang. Also, wir brauchen ja noch die Stufen, die werden nicht lang. Da werden wir auch direkt ein paar von machen. Machen wir du. Ja, 42. Ja, muss ich erstmal lang. Give me the bricks. Das war ja nix. Aber wir müssen ja jetzt wieder oben drauf. Das geht natürlich nicht, wenn wir hier unten stehen. Logischerweise. So, und dann packen wir hier so den Stein hin. Ne? Da machen wir jetzt überall, außer. Aber wir machen erstmal eine Seite. Toll, jetzt stehe ich hier wieder unten.
Außer an diesen Stellen, da packen wir nämlich Ghostzone hin. Wo ich jetzt nicht hochspringen kann. Ah, weil ich scheiße bin, Mann. Warum reime ich die ganze Zeit? Und jetzt komme ich hier nicht wieder hoch. Ah. Ja. Das Leben eines Let's Players ist nicht einfach. Ich sag's euch. Ich brauche Erde. Wo krieg ich jetzt Erde her? Komm her. Zwei Stück. Zwei Stück müssen lang, damit ich da hochkomme. So, so. Jetzt langt es. So. Mann. Scheiße. Oh, genug rumgeflaxt hier. Jetzt hört doch mal auf damit. Mann. Okay, machen wir weiter. Wir waren hierbei, alles schön zu bauen. So, wo sind jetzt meine Stufen? Die sind weg. Jetzt kommen hier die Stufen. Tja, was brauchen wir denn noch? Dann haben wir eigentlich... Bricks brauchen wir auf jeden Fall. Neu. Ich hoffe, dass die Öfen jetzt, währenddessen wir hier sind, weiterhin aktiv sind. Damit der Aktivator aktiv bleibt. Und wir aktivatifizieren können, werden wir hier ein paar von den Steinchen setzen. Ja. Ich war am Überlegen, wie soll ja das Dorf hin mit den NPCs, wo wir uns dann die NPCs herholen. Man könnte... Ne, kann man nicht, das ist viel zu weit weg. Ah, ich weiß es noch nicht. Wir könnten das so versuchen, dass wir Dorfzombies rekrutieren, aber ich weiß nicht, wie effizient das ist. Naja, müssen wir erstmal schauen. Ich denke, wenn wir dann erstmal zwei Dorfbewohner haben, sollte das auch lang. Und dann regen wir die mal dazu an, sich fortzupflanzen. Kann ja nicht so schwer sein. Gut zureden. Und, ja. Dann ist das schon gut. So. Haben wir das. Jetzt müssen wir dasselbe nur noch auf der anderen Seite machen. Hier kommt die rein. Und der kommt hier hin. So. Hier kommt dann wieder so einer hin. Mach das jetzt erstmal so. Mal aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Okay, hier unten ist noch ein bisschen Wasser. Das ist nicht so schlimm. Oder wo kein Wasser ist, da könnte es wehtun. Ich sag nichts. Nö, 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 nö. Der soll halt. Soll er halt dann. Soll er halt da stehen und mir zugucken. Wo kommt das mit den Glowstone genau hin oder was? Da war ja voll Opti. Weil da kommt sowas von normal, ganz normal hin. Das ist ja Opti, Opti. Wo ist denn die Olle Hase jetzt hin? Ist hier runtergesprungen. Hase, bist du bekloppt? Nein, kann man doch sterben. Dann ist er hier runter. Ne, da unten ist er. Ah, diese Viecher. Okay, jetzt bräuchten wir noch ein paar Slaps. Slaps, Slaps.
Frage ist noch, wie viele Slips wir brauchen. Ich würde schätzen, zweimal bis da hinten, ne? Und was würdet ihr sagen? Seht ihr auch so, oder? Zweimal bis da hinten? 60. Boah, es könnte vielleicht gerade nicht lang. Naja, wir müssen ja sowieso... Achso, was ist denn... Wie kriegen wir denn jetzt... diese Treppen hier außen ran? Das krieg ich doch nie hin, das geht doch gar nicht. Das ist doch... Nee, nicht leck. Ist mir jetzt wieder aufgefangen? Ja. Das wäre natürlich alles einfacher, wenn man Erde dabei hätte, wa? Komm, ich muss hier mal so ein bisschen Erde mitnehmen. Obwohl, das bringt auch nicht viel. Weil die Erde wird ja immer wieder runterfallen. Ach, ist das anstrengend. So. Ja. Natürlich. Natürlich. Können wir das von unten irgendwie machen? Von hier? Ja, nö. Eher nicht so. Ach, da kommt er nie ran. Ah, ist das ein Scheiß. Da ist doch volle Kacke, Mann. Ey, Mr. Kacke, Mann. Bauen wir hier wieder die Erde hin. Und da auch. Dann setzen wir hier erstmal die Slabs drauf. Ist das richtig so, wie ich das jetzt hier mache? Moment, da muss ich erstmal gucken, ob das so richtig ist. Tipp, 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 tipp. Ich habe hier immer noch kein Bett, wa? Noch immer kein Bett hier, wa? Kann man eigentlich auch machen. Wir machen gleich noch mal was anderes darüber. Und zwar mit denen hier. Machen wir es mal folgendermaßen. Machen wir es so. Und dann setzen wir den dazwischen. Und dann schauen wir mal, wie beides aussieht. Ob das mit dem Dunkeln besser aussieht oder mit dem Hellen. Als Kontrast. Konträr. Montionär. Dazwischen. Okay, ich glaube, ich möchte das mit dem Hellen dazwischen haben.